My friend returns. Die einzigen Sachen, die wir sie geben können. Hey. So, geben möchte ich dir bitte das. Dies. Nee, die Omniresistenz nicht. Die möchte ich behalten. Vier Flaschen. Ich gebe dir vier von denen. Die anderen vier fülle ich einfach wieder auf. Und ansonsten habe ich nichts weiter zu verkaufen. Ein Becher Wasser kann ich verkaufen. Den muss ich ja nun holen. Nee, ich habe den anderen Wasserkram. So. Until we meet again. Ich habe hier jetzt noch rumfliegen. Der geht mal an Madora. So, Silbererz. Ja, sonst ist eigentlich soweit alles weg. Dann würde ich doch fast mal behaupten, rennen wir noch mal zu dem Häusele hier. Da will ich nämlich noch mal ein paar Sachen dann einsammeln. So dass wir im Großen und Ganzen dann die Sachen auch mal in unseren Unterschlupf einlagern. Jetzt knall ich hier auch wieder gegens Mikrofon. Das ist doch schlimm. So. Ich hoffe, es ist entsprechend noch laut genug, dass man mich auch gut versteht. Lauf. So, was will ich denn hier einsammeln? Also, ich nehme mit. Das Eisen. Das kommt nämlich aus den ganzen Schwertern. So, dann habe ich die winzige Perle, die ist kostbar. Den ollen Omniresenztrank. Schwächungstrank. Mit dem Schwächungstrank konnte ich aber. Pfeil der Verfluchung. Ah. Ich will da drin scrollen. Geht doch. Dauer 2 Runden. Stärke minus 2. Gewandtheit minus 2. Alles minus 2. Alles minus 2. Pfeil der Verfluchung. Das ist schon ein kompletter Pfeil. So, die will ich auch dann raussortieren. Ja, das Amulett des dritten Auges ist ja schön gut, aber kann ich mal gar nicht gebrauchen. So, die Kisten hier. Nicht genügend Stärke. Aber du kriegst den noch mit, ne? So, dann springen wir mal zurück nach das Ende der Zeit. Dann sortieren wir den ganzen Kram mal weg und um. Hast du nicht gesehen? Letzte Truhe. Ja, ich habe die anderen Truhen noch gar nicht gefunden. So, hier einsortiert werden jetzt erstmal derbaren... Na, eigentlich mal so rum, ne? Das Erz dazu.
Hier der Malachit, der Kram. Die haben unterschiedlichen Geldwert. Das finde ich ja heiß. So eine winzige Perle, sehr wertvoll, ja, werde ich mir merken. Das Amulett kann ich verkaufen. So. Blutig ist besser, Einhandwaffe. Kann ich eh nicht verkaufen. Das Ding hier werde ich auch irgendwie nicht los, kann das sein? So, hier waren ja die Zutaten drin. Du bist ein Schädel. Dich kann ich auch öffnen. Ja, schön. Seife. Weg, weg. Stinkende Schuhe. Warum habe ich die hier drinne? Einmal Wasser. Genau so ein Schwachsinn. Erleuchtetes Amulett und Talisman der Königsgarde. Ich habe keine Ahnung, was mir die bringen. Deswegen werden die mal hier mit reingeschmissen, aber nur hier. Der Kram. Habe ich hier irgendwo so eine Art Bücherregal? Nicht? Hier ist ja nur so ein Schreibtisch. Schrank, leer. Wissenswerte Pyramiden. Ferol. Zombie-Gemälde. Pergament. Was ist denn das hier eigentlich? Ey. Wiederbelebungsserum. Warum standen da jetzt Länder an Scarlet? Das ist einfach nur ein Stück Pergament. Notiz von Pontius. Befehle. Mittleren Befehle. Piratennotiz. Eva Marias Tagebuch. Das Hauptbuch. Der perfekte Mord. Tagebuch des Reisenden. Enthüllungszauber. Das Testament, Anleitung zur Universalsteuer. Weg damit. Eins der Pergamente musste ich behalten. Das war's nicht. Das blöde Pergament. Oh, und der Quellenjäger. Hier sind haufenweise Zutaten drinne.
Wenn ich gar nicht weiß, ob ich die jetzt unbedingt umsortieren will. Die noch behalten. Der kann verkauft werden. Das ist ein dämliches Pergament. Den will ich nochmal behalten. Den will ich nochmal behalten. Den anderen habe ich. Scheiße, den anderen habe ich gar nicht mehr, ne? Das Ding da abzugeben und das ich ja nicht lesen durfte. Ach Mist. Ne, egal. So. Da sind denn nur die ganzen Pergamentenkram drin, ne? Scarlett darf diese Kiste jetzt einfach mal daneben werfen. Das wird dann später bearbeitet. Oh, Madora kann jetzt auch endlich selber reparieren. Dann darf sie jetzt mal die Sachen reparieren. Ah, dann bricht das die ganze Zeit ab. Ich kann also nicht mehrmals hintereinander. Ja, Madora braucht relativ lange zum Reparieren. Das muss ich ja mal sagen. Und die hat auch noch keinen Gürtel. Ich glaube, Scarlett hat auch noch keinen Gürtel. Doch, Scarlett hat einen Gürtel, der aber im Endeffekt überhaupt nichts bringt. Ist auch schon beschädigt. So, bei mir noch alles heil? Nee. So, nochmal reparieren. Sonst ist alles heil. Gut, dann gehen wir zurück und gehen mal in die Eishalle rein. Ja, es tut mir ja leid, dass man so zwischendurch mal so ein bisschen Langeweile da hat, weil ich muss halt diese Sachen reparieren. Auch die Sachen einsortieren. Ich werde mich da mal hinsetzen und werde mir mal so einen Bogen daraus suchen, wie ich denn welche Teile... So cold in here, it hurts. I think my very words may freeze and fall to the ground. Die Wächter dürfen nicht auf ihn hören. Jedes seiner Worte ist Gift, schlimmer noch als das einer Schlange. Er hat sich aber in den Namenlosen verbündet. Ich weiß es, er ist davon verrat. Er hat dann schon einmal reingelegt und wird es wieder versuchen. Deinem grauen Bart von Boreas. Kann es möglich sein? Ihr seid gekommen. Ihr seid nach Hause gekommen. Das wird aber auch Zeit, nicht wahr? Eure Quartiere wurden von allen möglichen Wahnsinn befallen. Mit dir handeln? Ich kann mit dir handeln. Befehle der Kultisten. Aha. Ach Mist, ich habe doch hier noch ein paar Sachen, die ich hätte mal... Die ich hätte mal aussortieren sollen. Warum habe ich denn das nicht getan? Etwas verpeilt. Ist hier eine Krankheit an? Bald einen normalen Pfeil. Fallt mehrere Pfeile in einen weiten Bogen ab, wobei jeder Pfeil... Fallt mehrere Pfeile in einem weiten Bogen ab, wobei jeder Pfeil... Ne, das ist ein bisschen lahm, was der macht.
Aha. Wer seid ihr? Seid ihr von meinem glänzenden Eis entzückt? Natürlich bin ich aus Eis. Ein Soldat aus Eis. Um genau zu sein, bin ich schon seit Ewigkeiten hier. Hier warte ich auf den Tag, an dem ich gerufen werde, um wieder dem Königreich zu dienen, falls dieser Tag überhaupt kommt. Das war ein Tunnel. Könnte ich deutlich werden? Dieser Ort ist von ihrer Essenz durchdrungen. Könnt ihr es nicht in euren Knochen spüren? So wie ich es in jedem Eiskristall in mir fühle? Ihr gehört hierher. Und dieser Ort gehört zu ihnen. Ich kann euch nicht sagen, wie oder warum es so ist, aber ich weiß, dass es wahr ist. Selbstverständlich, neben meinem Gegenüber. Das ewige Feuer. Wir wurden zusammengerufen, um einer Sache zu dienen, die größer ist als die immerwährende Schlacht zwischen Hitze und Kälte. Jawohl. Gemeinsam strebten wir den Sieg gegen die Leere an. Ihr wisst, für all das könnt ihr euch bei unserer großartigen Armee bedanken. Sogar für das Leben selbst. Das waren noch große Zeiten. Die Mächte des Nichts standen in und Mächten des Lebens gegenüber. Und nur wir, die wir zum Trommelschlag unserer großen Anführer marschierten, konnten das Vordringen der Leere stoppen. Der Unterricht? Nee. Es ist euer Zuhause, es gelten eure Regeln natürlich. Was möchtet ihr wissen? Achso, dann kann ich dann handeln. Ich bin nochmal weg. Ihr geht, um euer Bleiben zu erkunden, nicht wahr? Sehr gut. Hier gibt es sicher etwas, das euer Gedächtnis für Sprünge helfen würde. Ja. Was haben wir denn noch hier so? Hier ist einfach mal gar nichts. Da kann ich so ein bisschen handeln, okay. Da kann ich also im Großen und Ganzen meine eisige Magie erhöhen. Dem Ding kann ich jetzt auch nicht mehr sprechen. Du läufst da wieder hin. Okay, gut, dann würde ich persönlich mal sagen, schreiten wir mal zur Cecil Villa und werden dort an der Villa mal so ein bisschen weitermachen. Na, schon seit 2 Stunden am Aufnehmen. Da werde ich aber lange dran rumeiern, bis ich die Audiodatei bearbeitet habe. Ja, so ein bisschen bearbeite ich meine Audiodateien, ja, so ganz verdammt kann ich sie hier nicht lassen. Bin ich hier jetzt falsch? Nee, so ganz falsch bin ich hier. Da ist dieses komische Haus. Ah, okay. Gut. Ich werde hier jetzt mal speichern. Und werde an dieser Stelle die Aufnahme beenden, den ersten Teil. Ich bin jetzt bei gut 2 Stunden. Ich muss mal eben mich ein bisschen bewegen und entsprechend was nachschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen oder gefällt euch bis jetzt. Es werden ja noch so ein paar Folgen dazukommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Folgen mache. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so lang ist. Vor allem, weil ich am Anfang ja auch nicht so ganz vorangekommen bin. Es wird jetzt ja aber besser. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.